Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Genossen und Genossinnen. Da sind wir wieder mit Atomic Heart. Ich wurde oben beim Boss wieder gespawnt, der natürlich tot vor mir lag, aber die Bossmusik ist sehr angegangen. Frag mich nicht warum. Aber hey, wir sind wieder im Aufzug und können nochmal das Gespräch erinnern. Kannst du Petrovs Standort orten? Leider nein, Petrov sendet nicht mehr. Ich kann ihn aufspüren, sobald er wieder anfängt. Alles klar, dann wird das nicht mehr machen. Das miese Arschloch hat sich in irgendeine dunkle Ecke verkrochen und hofft, die Roboter erwischen mich, ehe ich ihn finde. Ich sollte dich warnen, dass Petrov dieses Theater ziemlich gut kennt. Er hat allen Grund zur Hoffnung. Hoffnung ist gefährlich. Sie wird ihn einlullen. Und ich muss sagen, ja, die neue Folge ist etwas verspätet, weil, ja, hatte einen Unfall. Einen blöden Unfall. Selbst schuld. Erzähl mir mehr über das Theater. Das Maja-Plisetskaja Theater wurde 1948 in der Anlage gegründet. Es setzte als erstes Theater der Welt Roboter in seinen Aufführungen ein. Und da es das berühmteste Theater der Sowjetunion ist, sind Karten schwer zu bekommen. Also nur was für die Reichen und Mächtigen. Kann man wohl sagen. Vor der kompletten Robotisierung des Theaters ließen Parteimitglieder manchmal die besten Ballerinas der Sowjetunion hierher versetzen. Aber als Roboter die Künstler ersetzten, wurde das Theater so erfolgreich, dass eine Wohnung in Kremlnähe leichter zu bekommen war als eine Karte für eine Vorstellung hier. Hm. Hast du keine nützlicheren und weniger widerwärtigen Informationen? Als Teil der Anlage ist das Theater eine wissenschaftliche Einrichtung. Es verbindet Kunst mit Kommerz, wie bei der Studie des Verhaltens von Robotern und den menschlichen Reaktionen. Kampfrelevante Informationen habe ich nicht. Schön, dass ich nochmal mein Gedächtnis auffrischen kann. Wieso kennt Petrov dieses Theater so gut? Dies war einer seiner Tätigkeitsbereiche, bevor er als Verräter bezeichnet wurde. Dann ist er also nur ein nostalgischer Puppenspieler? Aber er konfigurierte und testete die Theaterroboter und programmierte und studierte das Zusammenspiel verschiedener Aspekte. Kollektiv wurde praktisch auf der Bühne dieses Theaters geboren. Yeah. Wie kam es, dass der Dreckskerl hier gearbeitet hat? Genosse Stockhausen hat ihn empfohlen. Ach ja, kein Wunder. Sind beide Arschlöcher. Verzeihung, aber ich verstehe nicht, wieso du Genosse Stockhausen mit einem Verräter gleichsetzt. Warte mal. Wie hat Petrov es geschafft, Setschenow einzuwickeln? Hat Stockhausen, dieser Schleimer, ihn dem Boss auch empfohlen? Viktor Petrov hat die Robotersteuerungsladeprotokolle optimiert. Die Datenladegeschwindigkeit wurde verdreifacht. Da empfahl ihn Genosse Stockhausen Dr. Setschenow. Hätte er nicht tun sollen. Sehen wir uns das mal an. Ein bisschen mehr über diesen Cartoon nachgelesen. Also tatsächlich, der Wolf versucht immer, den Hasen zu fangen. Was ihm mehr oder weniger nie gelingt. Und immer so von wegen, Wolf, krieg dich noch. Und ja, eigentlich ganz lustig. Also für so einen alten Schinken ist das echt lustig, dass ich hier speichern konnte. Wäre ich das letzte Mal noch ein bisschen tiefer gelaufen. Zugang gewährt. So, mein Schatz, was hast du für... Was ich sehe, meine Lieblingswaffe. Ah, ich sehe dieses winzige Zeichen immer so schlecht, ob das jetzt oben oder unten ist. Nee, mein Roboter. Na und? Es war noch nie jemand nett zu mir, aber sie ist es. Wie sie mich ansieht, als würde in ihren Augen ein purer Energiestrahl liegen. Und sie versteht mich, besser als die ganzen Weiber hier. Ich bin fest entschlossen, ich mache ihr morgen einen Antrag. Scheiße, was machst du denn da bitte, Vasili? Arbeiten wir hier oder nicht? Scheiße, ich komme. Was soll es sein, Major? Waffen? Wie kann ich das nachvollziehen? Ja, so stumpf es auch klingt, aber wenn sich jemand einsam fühlt und
Von allen anderen missverstanden kann ich... Vor allem, dass man sich dann lieber in die Arme eines Roboters gibt. So, noch einmal verbessert. Das Ding, das haben wir so voll. Da fehlt mir Material. Scheiße. Ich habe auch voll. Noch nicht gefunden. Wo das sein soll. Keine Ahnung. Ich schau mal was für den Dominator. Hab keine Ahnung. Auch nicht. Okay, dann gucken wir nochmal ins Lager. Ist nicht gebraucht. Du wirst gebraucht. Ich nehme mich mit. Außen machen ja Full Heal, also nehme dir noch einen. Und noch einen dicken Dame, dicken. Ach, das dürfte funktionieren. Speichere Daten. Im Spiel, also im Spielerordner ist. Bitte nur eines für mich. Finde diesen verrückten Hurensohn und töte ihn. Abgemacht. Ah, da unten ist wieder Pflanzen. Viele Unschuldige getötet. Bitte, ich flehe dich an. Er hat das alles getan. Er hat die ganzen Roboter umprogrammiert. Und was er den Leuten angetan hat. Wozu er sie gebracht hat. Lastoschkin muss sterben. Lastoschkin? Ist nicht betroffen? Lastoschkin, ich hab keine Ahnung. Dein Stichwort, Genosse Major. Bist du hier, um mir den Rest zu geben, Hund? Dann komm runter! Ich gehöre ganz dir. Vergiss, was ich sagen wollte. Ja, aber mein Unfall, ne? Ich hab mir, so, Pi mal Daumen 120 Grad heißes siedendes Fett über die Hand gegossen, weil ich ungeschickt war beim Kochen. Ziemlich ungeschickt, bin über meine eigenen Füße gestolpert. Ja, einmal komplett über die Hand gegossen, das tut jetzt halt weh, man, also ich bin... hey, ich hab aus meiner Haut Chips gemacht. Du bist wie ein Hund. Dein Herr hetzt dich auf und du gehst jedem an die Kehle. Aber hab bitte nicht zu viel Spaß. Bitte, was ist das? Der Boden steht unter Strom. Das ist ein mieses Arschloch. Ich erwisch dich trotzdem. Moment, Genosse Major. Ich versuche die Ladung zu... Wenn ich kriechen muss, die Drecksau hol ich mir. Was geht denn gerade? Ich habe die Ladung reduziert. Alles in Ordnung. Hab schon Schlimmeres erlebt. Viel Schlimmeres. Der entkommt mir nicht. In der Hölle war das. Auf jeden Fall, ne? Hand verbrannt. Ah, die Fatboys. Ich hab mich schon mal gefragt, wie viele Kugeln sind. Ja, aber ich habe schnell geschaltet, mich selbst verbunden, Heilsalbe drauf gemacht, verbunden und das und so. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich so verbrenne. Ob wir uns verstehen? Finden wir es heraus. Ja, Tatsache ist, es ist tatsächlich nicht das erste Mal. Ficknörle. Aber ja, jetzt braucht mein Pfötchen ein bisschen zum Heilen. Ein interessanter Cartoon. Also wer die, das Spiel hat, oder auch im Game Pass, ich benutze es immer im Game Pass, um mit mir zu reden. Im Spieleverzeichnis, da ist irgendwo ein Ordner namens Media oder so, da findet man die einzelnen Videos und auch so sortiert, dass sie einen Sinn ergeben. Also, die Folgen sind zwar in Teile gesplittet, aber die kannst du so gesehen nacheinander gucken. Willkommen im Maya Plisetskaya Roboter. Auch wenn du kein Wort verstehst, aber es ist interessant.
Roboter-Ensembles der Welt. Na, hallo. Na, hallo. Kauft schon mal Karten für unsere spektakuläre Vorstellung Herz des Roboters, ein friedliches Atom. So friedlich kommt mir das gar nicht vor. Emotionen satt. Das Stück bietet feinen Humor, epische Schlachten, fantastische Spezialeffekte und einen Hauch herzzerreißendes Drama. Das tut weh, ich spiele mit dem Controller, aber Alter. Mit einer kaputten Hand, ne, das tut echt weh. Und das ist alles. Keine weiteren Überraschungen. Wir haben eine besondere Überraschung anlässlich des Starts von Kollektiv 2.0 vorbereitet. Das soll noch ein paar Tage so bleiben, aber ich bin froh, wenn ich heute aufhören kann, wieder meine Hand weiter kühlen kann und fertig. Schöne Scheiße. Was ist denn? Ihr werdet persönlich Teil der Vorstellung sein. Diese Ballerina wurde umprogrammiert. Ja, so wie alles hier, habe ich schon mitbekommen. Was versuchst du hier zu erreichen, Petrov? Die Vorstellung unserer prima Ballerina Natascha wird euch umhauen. Natascha? Scheiße. Wir wissen doch beide, wie das ausgehen wird. Nataschas festliches Feuerwerk wird euch unvergesslich bleiben. Naja, wenigstens tun uns diese Ballerinas nicht angreifen. Obwohl. Vielleicht ist es voll. Wirklich was? Worte deinem Schmerz. Gram, der nicht spricht. Presst das beladene. Piss dich, du Penner! Du hattest mit mir. Kann man sich gut unterhalten? Du hast schon so lange keine Frau mehr, Major. Das sehe ich. Oh, ein großer. War er gestorben? Du belebst niemanden wieder. Nein, ich drücke nicht deine Taste, um mit dir zu reden. Nein. Warte doch mal alle, bis ihr dran seid, bitte. Als Gesprächspartnerin verwenden. Bist gleich auch dran, warte. Wirklich nicht, wenn ich auf dich schieße. Brech. Hast du gesehen, wie frech das ist? Ich einfach bücken, wenn ich da drauf baller. Echheit. Was mir gerade auffällt. Ob wir uns verstehen, finden wir es heraus. Muss ich jetzt die ganze Zeit diese prima Ballerina-Musik ertragen? Kann sie mal aufhören, lauter zu werden? Auch wenn sie teilweise interessant klingt, aber Alter, muss ich das jetzt wirklich die ganze Zeit ertragen? Die ganze Zeit? Euer fucking Ernst. Du hattest schon so lang keine Frau mehr, Major. Das sehe ich. Drück meine Taste, um mit mir zu reden. Boah, das ist wirklich ein Stück weit heftig, dass ich das jetzt die ganze Zeit ertragen muss. Verlässt du keine Reste? Dann ist ein Stromrätsel, hier sind ein paar Kiste. Heute nicht, du Witzbold. Wir Schicksal miteinander teilen. Und das heißt, heute stirbst du, Major! Nee, ich hab keinen Bock auf Sterben. Nicht mal im realen Leben. Obwohl, bei dieser Musik hier. Oh Gott. Dann würde ich eher fragen, ob mir jemand eine 9mm leiht.
hast. Einfach als bei Skyrim. Alter. Ach, so einer. Der greift ja nicht an, wenn ich ihn nicht angreife. Ich wollte es Ihnen sagen. Für dein Zeug. Oh, Scheiße, sind da noch mehr. Nein, fick dich. Nicht das Genick brechen. Nicht heute. Pflanze. Okay, Doppelschloss, aber wir gucken uns erstmal noch um. Und eigentlich raus. Ach da. Ach yeah. Das kann ich einmal unten drücken und einmal oben gedrückt halten. Herzlich willkommen in unserem roboterisierten Theater. Es ist das weltweit erste seiner Art und basiert auf euren Entwürfen. Natürlich habe ich kleine Anpassungen vorgenommen. Genosse Sechenov, Genosse Sacharow, bitte folgt mir. Was für ein wunderbarer Abend, Dimitri. Was für eine unglaubliche Darbietung. Lasst uns auf Vosrod anstoßen. Die Wissenschaft stand noch nie so nah vor dem Triumph. Das ist Schalz. Was war Moment, welche Person war das gerade? Kann ich das nochmal anhören? Tiki. Wenn ich nicht. Was war das denn? Ach, irgendwie kann ich nochmal anhören können. Dies ist ein Notfalleintrag. Nein. Ah, das ist. Da, ah, der hat das Zeichen. Programmiererin, mein Name ist Ekata. Ich muss dich erstmal auswählen. Herzlich willkommen in unserem roboterisierten Theater. Es ist das weltweit erste seiner Art und basiert auf euren Entwürfen. Natürlich habe ich kleine Anpassungen vorgenommen. Genosse Sechenov, Genosse Sacharow, bitte. Sacharow! Was für ein wunderbarer Abend, Dimitri. Was für eine unglaubliche Darbietung. Lasst uns auf Vosrod anstoßen. Die Wissenschaft stand noch nie so nah vor dem Triumph. Moment. Sechenov. Oh, das ist Charles. Das ist Charles. Die Stimme. Ist er nochmal gestorben? Und glücklich in eine Badewanne von voll lebendem Polymer gefallen? Eigentlich ist er nicht gestorben. Wahrscheinlich wurde er umgewandelt. Zugang gewährt. Könnte doch sein, oder? Wenn das ist seine Stimme gewesen. Das ist fair. Vielleicht im Bereich des Machbaren, oder? Machen wir mal die Gesundheit erhöhen. Ich meine, das war seine Stimme. Aber wenn ich Polymerstrahl nicht verwende. Wurde eigentlich gerade. Autorisierung. Majorne. Auch wenn ich den Polymerstrahl eigentlich gerade nicht verwende, wollte ich ihn doch upgraden, um, ne? Ich verwende ihn nicht, aber ich möchte ihn dennoch upgraden. Munition 167 sieht doch gut aus. Speichere Daten.
Ich bin gerade unlustig. Das ist diese Serie. Bin ich lustig. Und hier dieses, ne? Blink-Ding, ne? Also dieses. Das ist so ein kleines Robotergesicht in der Mitte. Was aussieht wie ein kleiner Hase. Das Ding, was da hier auf den Display kommt, findest du tatsächlich auch so in den Cartoon. Das ist ein Roboter, der in den Cartoon vorkommt. Oh, fuck. Ja, auf jeden Fall, dass es ein Roboter im Cartoon vorkommt und finde ich geil. Dass man das dann so hier in dieses Rätsel eingebaut hat. Finde ich geil. Was schnurrt da hinten? Irgendwas schnurrt hinter dieser Tür. Ach, scheiße. Wo kommen Leute wie Petrov in einer blühenden Gesellschaft wie unserer überhaupt her? Oh nein! Oh, bist du verdammt nochmal hergekommen? Warte mal. Fähigkeit auf 1,2 hoch. Bisschen dunkel, finde ich. Ja, ramm mich noch ins Sofa. Das macht der Spielphysik auch keinen Abbruch, ne? Auf der Sache nicht. Ah, der Penner ist hier sogar. Ich höre ihn. Stirb mal, ja, stirb. Ah, warum macht er sowas? Aber, nein, das war, ich hatte keinen Glück, dass er festhing. Da hängt er fest. Hält nur, jault nur wie ein Hund. Ah, nein, ich will nicht schon wieder in diesen Angriff. Pimmel, du. Oder Schnatzi? Schnatzi, Pissi. Schnatzi und Piski. Da hinten. Da hinten. Ich hab's hier gerade umgeworfen. Das hat. Doch immer ein. Da. Und ist ein Helikopter, Vieh. Und ein Roboter. Ein Robo-Freund. Was das jetzt sagen würde. Oh, ich komme da nicht ran. Warum rankommen würde, ne? Warum liegt da so viel Polymer? War ich das? Das Polymer hier hingerotzt? Ja? Nee. Kann nicht ich gewesen sein. Nein. Nein, glaube ich nicht.
auch null drauf geachtet. Kein Stück. Hm, hier, ja. Also ist ein einziger Fall gesagt, der Roboterkopf. Da oben zwei Glühbirnen, die Augen. Der untere Teil fehlt aber noch. Wenn ich ihn in irgendeinem Cartoon mal sehe, dann sage ich euch Bescheid. Wenn ich es nicht vergesse. Mache ich einen Hinweis von wegen hier, ne? Das ist der Roboterkopf in dem Rätsel. Beziehungsweise in dem Schlossrätsel. Hast du Petrovs Spur schon gefunden, Genosse Major? Ich habe ihm eine Falle gestellt. Da kommt er nicht mehr raus. Ist Dr. Filatova bei ihm? Nein, Petrov ist allein. Interessiert es dich nicht etwas zu sehr, was mit ihr geschieht, Stock? Du hast deinen Freund doch wohl nicht ihretwegen verraten. Das geht zu weit, Major P3. Ich verlange, dass du diese unerhörten Beleidigungen sein lässt. Und ich verlange, dass du die Schnauze hältst und mir nicht weiter auf die Nerven gehst. Ich führe Befehle von Dr. Sechenov aus. Dmitri Sergejewitsch will wissen, wann du ihm Petrov auslieferst. Dein Schützling kann nirgendwo hin. Er hat den Verstand verloren. Er beobachtet mich über die Kameras, rezitiert Gedichte und brüllt in den Lautsprecher. Eine Stunde, dann habe ich ihn. Lebend. Versuch Dmitri Sergejewitsch diesmal nicht zu enttäuschen. Ach, leck mich. Nicht doch. Wer denn jetzt her? Genosse Stockhausen trifft keine Schuld. Er will doch nur helfen. Ja, ja. Der will doch nur Petrov die Frau ausspannen. Lustig, das habe ich mir gerade auch gedacht. Der will die Alte doch nur haben. Ich habe gerade gedacht. Ich habe zwar nicht gedacht, von wegen, er will die nur aussparen, aber nee, ich habe gedacht, der will die nur vögeln. Der klingt doch schon wie so ein Schmierlapp. Schmierlapp, anderes Wort für Kevin. Ich weiß nicht, ob ihr hier vielleicht hier diese komischen Handy-Pop-Dinger kennt. Ne? Also das sind so klein auslappbare Ständer mit Bildern drauf oder sonstiges oder Drucken. Für Handys. Klebst du hinten drauf, ne? Hast du einen Ständer zum Hinstellen oder zum Halten zwischen den Fingern. Ne? Kennt ihr die Dinger? Ah, da bin ich heute mit einer Freundin in der Stadt gewesen. Ah, ist einer gewesen mit Baby Yoda. Muss sofort haben. Musste ich direkt haben, auch wenn ich ein Handyhülle habe, die eigentlich einen Ständer hat, aber komm. Die Hülle hält eh nicht mehr lange und dann habe ich wenigstens einen Ersatzständer. Das ist im Arsch, die rote Hülle. Muss ich mir mal eine neue holen. Gar nichts Interessantes, was da immer drin steht. Nichts. Belanglose Informationen. Hättet ihr mal besser machen. Grün, grün, rot. Okay, ja. Grün, rot. Da muss ich grün einmal austauschen. Beziehungsweise einmal hier. Einmal da. Einmal Pi mal Daumen. So kommt da. Was? Kommt da noch rot durch? Eigentlich sollte da auch das Grün durchkommen. Muss ich nicht verstehen. Ach, ich sehe es, weil doppelt. Doppelt, ja. So. Weißt du, ich habe mir irgendwie gedacht, dass du da jetzt rauskommst und mir einen reinhauen willst. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Aber liebe Leute, wir machen morgen wieder. Da muss ich meine Hand ausruhen. Es tut schweineweh, den Controller in der Hand zu halten und zu zocken. Deswegen, ich mache das hier für euch gerade, ne? Für euch, meine lieben Freunde. Wenn es weh tut. Sonst würde ich mich normalerweise noch auf heute ausruhen und einfach kühlen und kühlen und kühlen die Kackflosse. Aber, ey, wir sehen uns ja morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Kashi, Onsrin und tschüss.
Wenn die Nachricht hier gefunden haben, haben wir jedenfalls morgen ab. So, tschüss.